Willkommen zu Martins Bushcraft. In diesem Video möchte ich euch meinen Holzvergaser vorstellen. Dieser Holzvergaser besteht aus zwei Blechdosen, die ineinander stecken. Die innere bildet die Brennkammer und zwischen der inneren und der äußeren kann frische Luft nach oben strömen, wo die Sekundärverbrennung stattfindet. Durch die Sekundärverbrennung werden die Holzgase, die sich bei einem normalen Lagerfeuer als Rauch zeigen, im Nachhinein noch verbrannt. Deswegen ist ein Holzvergaser ein sehr effizienter Kocher. Bei so einem kleinen Brennraum muss man die ganze Zeit kleine Stöckchen oder mittelgroße Stöckchen nachlegen, damit die Verbrennung in Gang bleibt. Mir gefällt durch die geringe Rauchentwicklung diese Kocherart sehr gut, da man so wenig auffällt, auch in gut besiedelten Gebieten. Hier könnt ihr nochmal die Sekundärverbrennung sehen, anhand den kleinen Flammen, die aus den oberen Löchern austreten. Man sieht dennoch viel Rauch, der leider durch das feuchte Holz entsteht und den vielen Wind. In den letzten Tagen hat es nur geregnet, deswegen konnte ich kein trockenes Holz finden. Aber der Rauch hält sich ja wenigstens noch in Grenzen. Die Topfauflage hier ist leider nur improvisiert. Da muss ich nochmal eine Verbesserung vornehmen. Genauso wie ein Windschild wäre natürlich gerade heute bei dem starken Wind sehr hilfreich. Wenn euch die Verbesserungen interessieren, schreibt es unten in die Kommentare und dann kann ich nochmal ein Update-Video vom Topfauflage und Windschild erstellen. Zum Schluss denkt noch an die Unterlage. Wie ihr hier seht, hat die Rinde ziemlich stark angekokelt.